Israel-Theologie, so wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt hat, gründet sicher auf der Einsicht in die bleibende Erwählung der Juden, in die bleibende Gültigkeit des Israel-Bundes. Das ist das Fundament der neueren Israel-Theologie im Gegenüber zu den älteren Modellen, dem Erfüllungsmodell und vor allen Dingen dem Substitutionsmodell. Also den Modellen, die sagen, im Falle des Substitutionsmodells, die Kirche ist an die Stelle Israels getreten, sie ist das neue Israel, oder im Sinne des Erfüllungsmodells, sie hat den Israelbund zur Erfüllung, zur Vollendung und damit aber auch zum Ende gebracht. Demgegenüber die Betonung der bleibenden Erwählung des Judentums, auch nach und mit und in Christus. Weil man dort viele Einsichten gewonnen hat, man kann auch sagen Zugeständnisse gemacht hat, die sich auf die Israel-Theologie nicht beschränken lassen. Gerade die eben genannte Einsicht, die Einsicht des bleibenden Bundes Gottes mit dem Volk Israel, ist eine Einsicht, die ja doch auch Bedeutung hat über Israel hinaus. Wenn man davon ausgeht, das Grundaxiom, der Grundsatz der Religionstheologie, also der christlichen Sicht anderer Religionen, ist die Erkenntnis, dass der Heilswille Gottes universal ist, sich über die ganze Schöpfung spannt, alle Menschen in die Gottesgemeinschaft ziehen will, so wie es in 1. Timotheus 2,4 heißt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dann legt sich von da aus doch der Gedanke nahe, dass nicht nur der Bund, den Gott in der Tora mit Mose am Berg Sinai geschlossen hat, weiterhin volle Geltung behält, sondern auch der noch ursprünglichere Bund, der Bund mit Noah, der Schöpfungsbund, dessen Zeichen der Regenbogen ist, in den alle Völker eingeschlossen sind. Sodass mir ein Modell vorschwebt, das besagt, die späteren Bünde, der Mosebund, der Jesusbund, das sind jeweils Spezifikationen des vollgültig bleibenden Schöpfungsbundes. Ich meine, ja nicht alle Religionen beziehen sich auf Gotteserfahrungen, im Buddhismus zum Beispiel nicht. Und die sogenannten abrahamischen oder abrahamitischen Religionen fokussieren ihre Gotteserfahrungen in ihren jeweiligen Gründungsereignissen. Wir haben vorhin die schöne Formulierung im Vortrag von Herrn Stubenrauch gehört, dass er sagte, sie sind gewissermaßen die Wirkungsgeschichte von Meteoriteneinschlägen. Sie deuten ihre eigene Lebenswelt, Geschichtserfahrung im Licht dieser Urerfahrung, die christlicherseits mit Christus verbunden ist, jüdischerseits mit der Tora verbunden ist, islamischerseits mit dem Koran verbunden ist. Insofern drückt sich Gottes Offenbarung immer in Form solcher grundlegenden Offenbarungsereignisse aus, die dann Menschen zu Offenbarungen werden, in die hinein sie ihr Leben einschreiben können, die Geschichte ihres Volkes, die Geschichte ihrer Religionsgemeinschaft, überhaupt ihre ganze Weltsicht, auch ihre Gottessicht. Mir wäre eine Unterscheidung wichtig, die besagt, in Christus macht sich die Fülle des Heils erkennbar, aber sie ist nicht beschränkt. Die Fülle des Heils ist nicht beschränkt auf Christus. Christus repräsentiert die Fülle des Heils Gottes. Aber dieser unbändige Heilswille Gottes, so würde ich das einmal formulieren wollen, der kann nicht nur begrenzt sein auf diese partikulare Wirkungsgeschichte der Christusbotschaft. In Christus wird genau das erkennbar. Wofür steht Christus? Doch für die Botschaft, dass dieser Heilswille an alle Menschen adressiert ist, die Universalität der Adressatenschaft. Das ist doch gerade das, was Christus über das Judentum hinaus, das ja immer auf das Volk Israel bezogen blieb und bis heute bleibt, was Christus über die jüdische Tradition hinaus zu sagen hatte. Heil für alle Menschen.
außerhalb der Person Christus Wahrheit, das verbinde ich mit dem Geist Gottes, der eine universale Realpräsenz Gottes darstellt. Und wo Gott präsent ist, Gott ist, wo die Liebe blüht, hat man schon in der alten Kirche gesagt, hat Calvin immer gerne wiederholt. Calvin als der Begründer der reformierten Theologie. Da, wo, so wie es das Zweite Vatikanum ja auch gesehen hat, da, wo Gottes Präsenz authentisch erfahren wird, außerhalb oder innerhalb der Wirkungsgeschichte der Christusbotschaft, da ist Wahrheit, und Wahrheit Gottes ist immer Heilswahrheit, ist immer lösende Wahrheit, ist immer Wahrheit, die in die Beziehung zu Gott stellt und damit auch in die Beziehung zu anderen Menschen. Gottes Liebe ist immer unlösbar verbunden mit der Nächstenliebe. Geht nicht ohne Christus, nein, das, da wäre ich nun auch wieder vorsichtig, nicht ohne Christus. In Christus hat sich ja gerade Gott als der Sola Gratia Gott gezeigt. In Christus ist er ja als solcher geschichtsmächtig geworden, ist in die Geschichte, hat in die Geschichte hineingewirkt, sodass von dort eine immense Wirkungsgeschichte ausging. Also nicht ohne Christus, so wie ich auch, wenn ich nun die Augen offen halte nach Samenkörnern der Wahrheit, nennen wir es so, oder Lichtstrahlen, wie es das Konzil formuliert hat, Lichtstrahlen Gottes, wenn ich nach solchen Samenkörnern oder Lichtstrahlen in anderen Religionen Ausschau halte, aus meiner begrenzten und immer fehlbaren Perspektive, messe ich sie natürlich an Christus. Ich gehe immer davon aus, der Geist Gottes, wie er sich in Christus offenbart hat, kann sich nicht in einer Weise auch offenbaren, die Christus widersprechen würde. Also ich habe im Grunde Christus keinen anderen Maßstab, um solche Samenkörner, solche Wahrheitsstrahlen zu identifizieren, als den Christus. Insofern ist Christus sehr wichtig als Erkenntnisgrund des Heils, aber natürlich auch als Realgrund des Heils. Aber nicht so, ich hatte zitiert vorhin ein Wort von Hans Kessler, das mir sehr wichtig ist, dass die Wahrheit und das Heil Gottes ist konzentriert in Jesus Christus, aber nicht begrenzt auf ihn. Aber diese Konzentration, das ist das Identitätszentrum des christlichen Glaubens. Das kann man und darf man nicht leugnen oder außer Kraft setzen.